Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. In unserer westlich zivilisierten Welt erkranken die Menschen immer mehr an Zivilisationskrankheiten wie zum Beispiel Krebs, Diabetes oder erleiden einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Auch Karies ist eine weit verbreitete Zivilisationskrankheit, die es so bei wildlebenden Tieren bzw. bei Völkern, die noch sehr ursprünglich leben, so nicht gibt. Vor einer ganzen Weile habe ich einen Beitrag von Sven Rohack gesehen. Sven Rohack praktiziert schon seit über 25 Jahren die Rohkosternährung, allerdings nicht die vegane Rohkosternährung. Also er integriert auch teilweise tierische Produkte. Er hat auch das Buch Rohkostrevolution geschrieben und ist Herausgeber mit seinem Bruder der beiden Bände Gesunde Menschen Band 1 und Band 2, die fast alle Schriften von Arnold Ehret umfassen, die Arnold Ehret jemals im Englisch- bzw. deutschsprachigen Raum herausgegeben hat. Und im heutigen Video möchte ich euch die 16 Punkte von Sven Rohack vorstellen, denen ich auch zustimme, was man in seinem Leben verändern könnte, auf was man achten sollte, um eben Zivilisationskrankheiten, vor allem auch Krebs, zu vermeiden. Los geht's! Meide konsequent jedes Produkt, wo künstlich raffinierter Zucker enthalten ist. Meide Backwaren, welche irgendwelche süßenden Stoffe enthalten, auch wenn diese Stoffe natürlich sind, wie Honig, Datteln, Rohrzucker und so weiter. Auch keine Früchte dazu essen. Wenn, dann erhitzte Getreide nur mit Oliven, Rohmilchkäse, Rohmilchbutter oder Gemüse kombinieren. Meide erhitzte oder pasteurisierte Milchprodukte. Meide künstliche Hygieneartikel, Pestizide, Herbizide, chemische Farben, Haarfärbemittel, auch Zahnpasta mit Zusatzstoffen, welche es so natürlich nicht in der Natur gibt. Das gilt selbstverständlich auch für Sonnencreme. Da diese kein Medikament ist, wurde diese auch nicht auf Wirksamkeit gegen Hautkrebs geprüft. Besser auf den Körper hören und schrittweise die Aufenthaltsdauer erhöhen oder mit Kleidung schützen. Seife ohne Zusätze, Apfelessig, Roggenmehl, Eigelb, Lavaerde, Früchte und so weiter kann man zum Waschen nehmen. Meide gekaufte Zigaretten. Wenn rauchen, dann nur auf traditionelle Art. Natürlich angebaute Tabakblätter, Wildkräuter, Hanf, welche völlig frei von Zusatzstoffen sind. Am besten natürlich das Rauchen ganz lassen, aber auf jeden Fall nichts verwenden, wo künstliche Aromen und Zusatzstoffe enthalten sind. Meide jede Art von nicht traditionell hergestellten alkoholischen Getränken. Wein ist heute im Gegensatz zu früher erhitzt. Auch enthalten heute Wein und Bier Gifte aus der Landwirtschaft. Also wenn man Alkohol trinken möchte, sollte es Wein, Bier oder Whisky in traditioneller Herstellung sein, so wie es vor 200 Jahren hergestellt wurde. Am besten Alkohol vollständig meiden. Meide den zu langen Aufenthalt in Räumen und Gebäuden, besonders wenn die Luft stark mit Chemikalien und Elektrosmog belastet ist. Also Neuwagen, Krankenhaus, Arbeitsplätze mit Chemikalien, wenigstens dort genau den Arbeitsschutz einhalten, Bürogebäude und so weiter. Beziehungsweise sitze so nah wie möglich bei offenem Fenster und sorge für eine gute natürliche Belüftung des Raumes. Meide Landwirtschaft, wo Gifte eingesetzt werden. Meide unterschiedliche Nahrung zu kombinieren. Besser so simpel und einfach wie möglich essen. Je natürlicher, also naturbelassener die Nahrung dabei ist, desto besser. Meide Kleidung zu tragen, die aus künstlichen Fasern besteht oder auch mit Chemikalien, Farbstoffen, chemischen Waschmitteln belastet ist. Wenn immer möglich, Naturfasern bevorzugen, ganz leicht und sehr luftig. Am besten so oft wie möglich ganz nackt, vor allem auch am Badesee, im Garten, in der Natur. Auch nackt zu gärtnern ist möglich. Waschen mit natürlichen Mitteln, Essig und so weiter. Auch die Römerinnen haben früher saubere Kleidung getragen, mit natürlichen Mitteln gereinigt. Meide alle Arten von Medikamenten. Je weniger Chemikalien und Schwermetalle im Körper sind, desto besser. Produkte der Pharmaindustrie nur im Notfall, nach einem Unfall, plötzlichen körperlichen Veränderungen oder angeborenem Defekt. Das Mittel der ersten Wahl muss in der Regel immer die Ernährungsmedizin sein. Je nach Krankheit sind das grüne Säfte, Rohkost, Fasten und so weiter. Medikamente und Operationen sind immer Mittel der zweiten Wahl und erst dann angebracht,
wenn das Mittel der adäquaten Ernährungstherapie keine positive Veränderung brachte. Ausnahme ist hier die plötzliche körperliche Veränderung, etwa ein Herzinfarkt oder Schlaganfall, also plötzliche Schmerzen im Brustraum oder plötzliche neurologische Ausfallerscheinungen wie Lähmungen oder Brachstörungen. Dann sofort zum Notarzt, meide giftigen Zahnersatz. Beziehungsweise ist es gut, so zu leben, dass man eine natürliche Immunität gegen Karies hat, wie jedes freilebende Säugetier dieser Erde. Alle Naturvölker und Säugetiere dieser Erde, welche frei von Karies sind, sind auch frei von Krebs. Nur Haustiere und Menschen, welche Karies bekommen, können auch Krebs bekommen, was zeigt, wie wichtig Regel Nummer 1 ist, den raffinierten Zucker vollständig zu meiden. Meide als Frau mit Gift belastete Tampons und so weiter, nutze zum Beispiel einen Menstruationsbecher aus Naturkautschuk oder Methoden der Naturvölker, zum Beispiel freie Menstruation. Meide erhitzte tierische Produkte. Wenn tierische Produkte, dann besser rohe Eier in einem selbstgemixten Fruchtsaft oder in einem frisch gepressten Grassaft, getrocknetes Fleisch aus Freilandhaltung und Fisch, zum Beispiel kleine Meeresfische, Austern, Rohmilch und Rohmilchprodukte, roher Fisch auch in Zitronensaft eingelegt, roher Schinken, kaltgeräucherte Wurstwaren und so weiter. Tierische Produkte am besten nur so allein essen, ohne Kombination mit Kohlenhydraten, höchstens frische grüne Salatblätter oder Wildkräuter dazu. Freunde von mir essen Rohmilchkäse zusammen mit Äpfeln und finden es gut. Die Indianer essen traditionell dann auch fast nur Fleisch in einer Mahlzeit, etwa Trockenfleisch. Erhitztes Fleisch galt als Essen des weißen Mannes. Auch Eskimos essen ihr Fleisch roh oder auch in Afrika wird traditionell rohes Fleisch gegessen. In Europa wurde im Alpenraum ein Stück Rohmilchkäse mit Getreide gegessen, wobei das Stück Käse wahrscheinlich größer sein konnte als der Getreideanteil. Bei rohen tierischen Produkten kommt vielleicht auch die Frage der Keimbelastung auf, ob das nicht krank macht. Es gibt in diesem Bereich über 600 Studien. Nicht eine einzige kann dafür herangezogen werden, dass keimreiche Ernährung der Gesundheit schadet, sondern ganz im Gegenteil scheint es das Immunsystem zu stärken und Infektionskrankheiten zu minimieren. Meide das Trinken von Leitungswasser. Es gibt keinerlei Studien, die zeigen, dass dieses mit Medikamenten, Hormonen und vielen anderen Stoffen belastetes Wasser bei Menschen und Säugetieren keine Schäden verursacht. Immer besser das Wasser mit Umkehrosmose reinigen. Geräte gibt es preisgünstig im Aquarienbedarf. Meide so gut wie möglich künstliche Stoffe, elektromagnetische Felder und so weiter, welche es vor 200 Jahren noch nicht gab. Handys besitzen auch einen Flugmodus, der außerhalb vom Flugzeug funktioniert. Mit dem Handy kann man auch mit einer Freisprecheinrichtung sprechen bzw. kann man auch ein Headset anschließen. Die ersten Krebsfälle sind bei den Ägyptern vor einigen tausend Jahren beschrieben. Sie haben Backwaren mit Feigen, Datteln, Honig usw. kombiniert, dazu auch Bier getrunken. Erhitzte Kohlenhydrate zusammen mit Zucker, die schnell in die Blutbahn geht, dazu noch Alkohol. Die perfekte Möglichkeit, Krebs zu erzeugen, selbst wenn es alles Bio ist. Welche Frühindikatoren gibt es für ein erhöhtes Krebsrisiko? Ein Indikator heißt Karies. Sobald die künstliche Zahnpflege benötigt wird, um Zahnverfall zu vermeiden, beginnt ein enormes Risiko an Diabetes, Herzinfarkt, Krebs oder anderen Zivilisationskrankheiten zu erkranken. Alle Naturvölker waren in der Vergangenheit kariesfrei, weil sie sich natürlich ernährt haben. Sie kannten keinen Hautkrebs, auch wenn sie immer nackt herumgelaufen sind. Auch sonst ist Krebs, auch Leukämie oder Brustkrebs, der auch jüngere Personen heute betrifft, völlig unbekannt bei Naturvölkern. Das Einzigste, was ich jemals an Krebs bei Naturvölkern gefunden habe, war, dass es Lungenkrebs bei Eskimo-Frauen gegeben haben soll, da sie viel im Iglu waren und dort die Kerze aus Robbenfett brannte. Sven Rohack hat neben der Rohkostrevolution und den zwei Bänden Gesunde Menschen auch dieses Buch herausgegeben, Leitlinie der alternativen Krebsbehandlung. Krebs ist eine schwerwiegende Krankheit. Jeder Patient sollte die Chance haben, sich im Falle einer Erkrankung neutral zu informieren. Darum ist dieses Buch entstanden. Ihr findet den Link zu diesem Buch unter diesem Video. Am Schluss des Videos möchte ich euch noch kurz von einem Gespräch berichten, was ich vor ein, zwei Jahren mit einer Frau hatte. Sie erzählte mir, dass ihr über 80-jähriger Vater Darmkrebs hatte und der Krebs, der Tumor, verschwand wieder, aber nicht durch
Chemotherapie, sondern durch die 3 E's. Ihr werdet euch jetzt fragen, was sind denn die 3 E's? Sie hat mir gesagt, Ernährung, also Ernährungsumstellung, Entgiftung und Energiearbeit. Also Energiearbeit bedeutet, dass dann eben auch auf einer anderen Art und Weise die Gesundung unterstützt wird. Also auch da wird die Seele und der Geist auch damit angesprochen. Und das ist wirklich sehr interessant. Und sie erzählte mir, sie waren auch regelmäßig bei einem Radiologen, um das zu überprüfen. Und er konnte es nicht fassen, dass der Tumor immer kleiner wurde, obwohl keine Chemotherapie angewendet wurde. Also ihr seht, es gibt auch Wege und Möglichkeiten, gewisse Zivilisationskrankheiten auf natürlichem Wege wieder in Balance zu bringen bzw. aus dem Körper zu eliminieren. Mich interessieren natürlich eure Gedanken, eure Meinungen zu diesen ganzen Themen, die ich hier in diesem Video angesprochen habe. Ich freue mich über unseren Meinungsaustausch und wünsche euch noch alles Liebe und Gute.